Hallo und herzlich willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier ein Feierabendbier. Und diese Woche, wie angekündigt, mit dem FSV Zwickau, dem Fanbier. Das Bier von hier, gebraut von der Vereinsbrauerei Greiz, in Greiz natürlich. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Alkoholgehalt 4,9 Volumenprozent. Warum lese ich das euch direkt vor in der Flasche vor? Weil ich dazu im Internet nicht großartig was gefunden habe. Also Internetpräsenz gibt es dazu nicht großartig. Das ist nur so ein, ja, Randprodukt, wenn man so will. Lohnt anscheinend nicht, das irgendwie auch auf der Seite von der Greizer Vereinsbrauerei ist auch nicht zu finden. Also lohnt anscheinend nicht, das irgendwie zu erwähnen. Ganz schön finde ich, dass er hier auf dem Etikett, ihr seht das vielleicht, wenn die Kamera den scharf stellen würde. Ja, hier haben wir das Westsachsenstadion, also den Eingang dazu zumindest. Und dann noch einmal hier BSG Sachsenring Zwickau und das Vereinslogo des FSV Zwickau mit den drei Schwänen und ja, rot-weiß gestreift. Exklusiv bei Globus Zwickau. Deswegen wahrscheinlich auch kein extra Internetauftritt, nehme ich mal an. Deswegen, ohne weitere Umschweife, ohne großartiges Vorgelese, schreiten wir zur Tat. Der Plop muss sein. Und rein ins Glas. Oh, klecker ich hier schon so ein bisschen. Kann man auch verschmerzen. So, dann, ja, satte Blume, ordentlich geschäumt. Deswegen steigen jetzt kaum noch Bläschen auf. Die sind anscheinend alle schon verwirkt. Wenn ihr das sehen mal seht von der Farbe her. Ja, nochmal. Also klar und schönes Goldgelb. Bisschen dünner vielleicht, aber noch ganz gut in der Farbe. Dann der Schaum hält sich auch einigermaßen, ist nicht besonders fein, also Durchschnitt vom Schaum her. Guck mal, wie es riecht. Also Geruch her ist schon ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr natürlich dieses typisch, ich wiederhole mich, ich weiß, jede Woche sage ich das, glaube ich, typisch süße blumige Pilzgeruch. Riecht vielleicht ein Ticken hopfiger. Und ein bisschen vollmundiger Geruch. Also mal gucken, wie es schmeckt. Prost! Wow. Anscheinend auf den Zwickauer Biergeschmack abgestimmt. Ja, also, auch wenn es von der Vereinsbrauerei Greiz kommt, geht das auch sehr stark Richtung hier Zwickauer Mauritius vom Geschmack her. Nicht ganz so schlimm, nicht ganz so extrem, aber auch also sehr, sehr bitter hintenrum. Überhaupt nicht mild, also dieses Bittere kommt wirklich auch so gewaltig dann hintenrum und nicht so gemächlich angenehm, sondern wirklich schon fast mit der Brechstange. Also, aber also herb ist es überhaupt nicht. Es fehlt mir so total. Es war wirklich kräftig bitter. Ein bisschen würzig. Aber bei weitem nicht lecker. Also auch wirklich sehr, sehr bitter. Da sind die Bitterstoffe also doch stark noch im Bier vertreten. Absolut nicht mein Geschmack. Ich will sagen, nicht so schlimm wie das Zwickauer Mauritius oder was hatten wir noch? Das Sachsengold, genau, das war ja die quasi Billigmarke vom Zwickauer Mauritius, aber taten sich ja beide nicht wirklich was im Geschmack. Zumindest die Pilzbiere, muss ich sagen.
Und ich glaube, vom Geschmack her, dieses FSV Zwickau Fanbier kommt geschmacklich so unmittelbar vor den beiden. Also ein Ticken besser, aber nicht viel. Es fehlt einfach nur dieses wirklich eklige von den anderen beiden Bieren, das fehlt. Und ansonsten geschmacklich ähnlich enttäuschend. Also, boah, nee, also schön ist es nicht. Nee, also wirklich nicht, tut mir leid. Das ist sehr komisch würzig und sehr bitter. Okay, damit habe ich es geschafft. Das war das Bier um 4 für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ist, gebt auch einen Daumen rauf. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder zum Bier um 4. Nächste Woche dann mit dem Feldschlösschen Pilsener aus Dresden natürlich. Gleichnamig mit der Brücke, um die es so viel Wirbel und Trara gab. Aber gut. Das sehen wir nächste Woche, wie das schmeckt. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bedanke mich fürs Zusehen und macht's gut.